Das All. Unendliche Weiten. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Megaman. Ja, er wollte das so cool machen mit den Sternen, aber da bei mir gerade die Sonne aufgegangen ist, hat man nichts mehr gesehen von den Sternen. Ja, bei mir fängt gerade auch der Tag an, das ist ein bisschen doof gelaufen. Schade eigentlich. Wir haben die GUI ausgemacht. Ich habe auch 3 gedrückt. Ich habe noch eine schnelle Eisenachs gemacht, mein Inventar ein bisschen sortiert, eine Eisenschaufel gemacht. Fischi hat die auch kurz benutzt, die Eisenachs, und ich habe das hier noch schnell in Blöcke gepackt. Lapis Lazuli, die Redstone-Blöcke haben wir 2 Stacks voll. Genau, ich mache gerade Zäune, um hier so ein bisschen den Dachboden zu dekorieren. Ich lege immer viel Wert auf Details. Was man bestimmt noch nicht gemerkt hat. Ich brenne! Er brennt erstmal! Ja, der Zombie hat mich angezündet! Jo, schlecht! Wie hat er dich angezündet? Indem er selbst gebrannt hat. Okay. Können die das lassen wir alle sterben? Außer der. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Creeper gesehen in meinem Texture Pack. Die Bäume sind übrigens alle gewachsen gerade. Nice. Oh, so ist lässig. Oh jo, schlecht. Ist es normal, dass Zombies Items aufheben? Ja, manche können das nur. Ich weiß nicht, ob das alle können. Ja, aber hier der Zombie hat gerade... Ich habe hier eine Sugarcane abgeschlagen und hat die Sugarcane aufgehoben. Ja, das ist möglich. Alter, was ist das Minecraft? Alter! Auf den Block da wieder hinzusetzen. Danke. Sorry. Der Scheiß hat den Block da 3-mal wieder hingesetzt gerade eben. Oh jo, geil. Hallo Spinni, ich kann dich nicht hauen, Entschuldigung. So, Tampon ist immer noch da, wir haben immer noch keinen Name Tag gefunden, leider. Wir gehen auch nie auf die Suche irgendwie. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja, ob es hier überhaupt Dungeon gibt, weiß ich ja nicht mehr. Ja, Janni Money ist weg. Das ist einer von The Gaming Area. 51, ja genau. Jo. Okay, ich habe keinen Plan für heute. Wie? Ich habe keinen Plan, was ich machen mache. Mach was Gutes. Ich mache nur Gutes. Okay, ich könnte ja mal kurz noch einen Baum pflanzen. Ich habe die Saplings natürlich weggepackt. Ab welcher Stufe sollte man verzaubern? Also, ab welche könnten die gut werden? Ab 30 würde ich verzaubern. Du kommst zu 30 relativ schnell hin. Und nach 30 kommt halt nichts mehr. Ja, ich meinte also die Stufen, die ich hier auswählen kann. 30. Okay, weil ich habe hier nur eine 14er. Die ist, könnte schon gut sein, aber ich würde nur ab 30 verzaubern. Da wird's dann richtig gut. Okay, jetzt habe ich Regen, 50 FPS, 30. Regen, 10 FPS. 50 wieder, okay. Ich konnte den Regen leider auch nicht ausstellen, ich habe es versucht. Wir haben keine Sugarcanes mehr, oder? Doch, 5 Stück müssen wir noch haben. Ja, nicht viele. Keine mehr, doch 5. Ja, genau, 5 haben wir noch. Okay, dann hol ich mir nochmal die vom Strand. Hast du Knochenmehl dabei? Ne, ich hab gar keine, obwohl Knochen, ne, hab ich nicht. Ach, das habe ich jetzt Färbemittel getan, ja genau. Ja, falls du noch mehr brauchst, weil Knochen, also die Knochen sind ja bei Drops drin. Hab schon welche rausgenommen. Alter, das Meer sieht so geil aus, aber das Scheiße, dass davon abgeschnitten ist. Ich habe das ein bisschen runtergestellt, weil wenn ich die Chunks auf alle loaden habe, dann dauert es mal richtig lange, bis mein Spiel wieder halbwegs flüssig läuft. Also ich habe es nur so ein bisschen weit. Also immer noch mindestens 10-mal so weit wie ich. Jo. Gut. Alter, das Wasser ist so geil. Naja. Gut. Was für ein PC braucht man denn bitte, wenn man Minecraft mit Shader und alles komplett flüssig laufen will, dann braucht man ja wirklich so einen Nasalrechner. Eben. Minecraft ist eine Rohstoffhure. Ja, so Minecraft an sich mit Optifine läuft man mit 300 FPS, aber der Shader, der macht das alles noch schlimmer. Ja, und vor allem, du hast ja auch schon einen relativ guten Rechner. Also, ich will es nicht sagen, also ich will nicht angeben, aber der ist schon verdammt gut eigentlich. Siehst du? Und selbst bei dir läuft Minecraft mit Shader nicht vernünftig flüssig. Ohne Aufnahme schon. Ja, aber mit Aufnahme halt nicht. Leider. Ich meine, wer spielt denn heute noch ohne Aufnahme? Niemand. Leider niemand. Wir sollten vielleicht das Holz ein bisschen mehr ordnen, weil wir haben jetzt alle Holzsorten durcheinander. Ich kann die kaum auseinanderhalten.
Ich kann die auch nur durch Namen auseinanderhalten. Ich sammle gerade Saplings ein. Ach nee, verrückt, da braucht man ja Bücher für, ich Spasti. Wofür? Für, ich wollte gerade ein Bücherregal machen, das mir, da habe ich ganz vergessen, aus dem Papier Bücher zu machen. Ich dachte, Papier reicht. Genius. Jetzt habe ich nur 5. Ach, scheiße. Okay, meine Maus hängt gerade ein bisschen. Wow. Ist doch so lang, Bücher zu bauen. Jörg ist on. Kannst du ja einladen. Ja, Moment, ich bin kurz AFK. Bis gleich. Wie AFK? Ja, kurz Aufnahme unterbreche ich mich gleich. Hast du mal Tiere? So, da bin Alter, ich wieder. Wo ist denn hier bitte diese scheiß Spinne? Ich höre die ganze Zeit eine Spinne. Oben am Fenster ist eine Spinne. Warte, ich klatsch sie weg. Ich komme nicht an sie ran, warte. Dafür muss ich mich mit Dark Oakwood hochbauen. Sie ist tot. Er hat geschrieben. Ich bin dumm, ich kann es nicht lesen. Moment, nochmal kurz weg. Und wieder da. Ich finde es auch schön, dass die Blöcke sich so, so schön im Wind wehen. Das habe ich nicht. Ja, du hast doch kein Shader drin. Ich finde das auch nicht schön. Ich finde das geil. Ich finde, das sieht aus, als ob da irgendwie so ein Pimmel rumwackelt. Also 15 Bücherregale sind das maximal, was ein Dings-Table aufnehmen kann, oder? 12. Wie 12? Hat Jörg doch gestern geschrieben, oder nicht? Jörg hat gestern, glaube ich, 12 geschrieben. Ja. 15. Ja, ich bin immer in 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Man kann mit ohne Mods ja nicht mal an dem, aber mit am Enchantment Table reparieren, oder? Ne, kann man nicht. Wüsste ich nicht. Also bisher sehe ich nur 17er zum Beispiel. 17er Modis. Soll ich mal eine 16er reinklatschen einfach oder lieber nicht? Ich würde es nicht machen. Ich würde bis 30 sparen. Also wenn ich dann die ganzen Teile drin habe, sind dann immer 30er dabei oder? Nee, nur wenn du halt auch genug Level hast. Ja, aber ich will meine ganzen Level jetzt sehen. Also ich habe jetzt 34 Level. Wenn ich sterbe, sind die alle weg bis auf 5. Ja, dann hast du noch nicht genug Grübücherregale, dann wären die drin, die 30er. Hm? Dann wären die 30er schon drin, haben wir noch nicht genug Bücherregale. Oh, lag das gerade, Alter. Ja, wir kriegen halt nicht schnell genug Leder. Ich könnte hier noch ein paar Kühe töten, weil ich habe jetzt Kinder-Baby-Kühe. Hm, mach's lieber nicht. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kühe. Das heißt, 3 kann ich töten, weil ich immer mindestens 4 Elternteile will. Okay, mach das. Okay, die hat nichts gedroppt. Und der Wald ist richtig schön dicht geworden. Guck dir das mal an. Sowas mag ich. So, das sind jetzt wieder 3 neue Bücher, ist ein neues Bücherregal. Wie sieht es auch gerade auf der Karte aus? Auf der Karte ist der Wald schon gewachsen. Gut, wie sieht er aus? Schön? Ja, sieht ein bisschen auffällig aus, weil die so dicht zusammen alle sind. Nee, da wird aber verschiedenes. Wir sollten auch vielleicht mal die anderen, Dings machen, die anderen Kisten, die noch fehlen. Ja, mache ich jetzt. Ja, ich wurde gerade schon wieder angeschrieben. Kurz wieder AFK. Hast du eigentlich einen Timer gestellt? Und wieder da. Ach, 9 haben gereicht, scheiße. Okay. Jörg müsste gleich den Channel switchen. Nein, draufkommen, keine Ahnung. So, ich habe genug Holz dabei. Passwort weiß er, oder? Was? Passwort weiß er. Ja, ist ja immer das gleiche. Birkenholz. Ich mache immer aus Birkenholz den allen Scheiß, ne? Gibt es eigentlich irgendwie so ein Item oder so, wo man dann direkt einen Block hochlaufen kann, weil Minecraft, Aether, da diese Himmelshölzer gegen das... Hallo das Jörg! Das Jörg sein, hallo Jörg! Ich habe jetzt übrigens nicht verstanden, was du meinst, Freddy. Jörg, bitte nicht da schreiben, ich lese da doch nicht. So, dass man einen Block automatisch hochrennt, man muss ja immer springen jetzt. Ich glaube, das gibt's schon als Mod. Schade. Und da wir alle nicht mit Mods spielen wollen... Leider. Das wurde ja mehrstimmig beschlossen. Alter, Kisten kostet schon ganz schön viel Holz. Was? Geht voll. Von einer Person wird das entschieden? Ja, von einem mal alle. Nee, also es wurde ja von mehreren gesagt, dass es doof ist. Jo. Und die anderen haben einfach kein Stimmrecht. Was?
Sorry, aber sowieso, man muss schon mit Kritik ja, leben können. Ja, wir sind ja sowieso nur die Leute, die sich beschweren. Genau. Wenn man mit Kritik nicht leben kann, dann ist man echt nicht geil. Okay, das Lager ist jetzt vollständig, nur nach oben nicht. Alter, leckt das gerade. Jörg ist drauf. Hallo Jörg. Wir nehmen gerade übrigens schon auf. Jo. Black. Oh Leute. Ressourcen da. Der Kohlbox ist übrigens verbrannt. Yep. Du hast jetzt nicht zu denen. Ich wette, er hat nur zu uns Dings geschrieben. Ja, wahrscheinlich. Nicht zu den anderen, aber die anderen sind hier. Jörg? Wie meinst du, Jörg? Warte, Jörg. Bleib mal stehen. Hi. Es ist schon wieder Nacht, ey. Du darfst mich nicht schlagen. Das wäre rassistisch. Du bist doch nicht rassistisch, oder? Bist du rassistisch, Jörg? Er kotzt mir Essen hin. Scheiße. Könnt ihr gleich schlafen gehen? Bestimmt nicht. Die antworten bestimmt einfach wieder nicht. Ja, wow, einer. Ja, zwei. Jetzt muss man auch schlafen. Profit schreiben. Ihr, yeah, nö, okay. Warte. Profit gehört, glaube ich, auch zu Gaming Area. Oh jo, geil. Oh, nicht schon wieder. Ich bin gerade durch die Wand gebuggt. So schön. Jetzt geht's. Ich schätze auch mal Gaming Area 51. Irgendwie sind das die einzigen, von denen ich noch nichts im Projekt gehört habe. Ernsthaft, noch gar nichts. Jo, ist auch so. Die waren doch, glaube ich, bisher nur im ersten Part online. Obwohl ich glaube, nee, nein, doch nicht. Alter, 8 FPS. Er geht wirklich nicht schlafen. Nein, geht er nicht. Hab ich gesagt, Assi. Alter, es ist plötzlich richtig dunkel. Ja, ein bisschen. Na, ich sehe gar nichts mehr. Geht bei mir voll. Ich pimmel übrigens seit zwei Parts nur noch rum und mache eigentlich gar nichts. Ja, ich auch nicht. Roast Chicken. Creeper. Zwei Creeper. Zwei Creeper tot. Die standen direkt neben den Viechern, Alter, wären die explodiert. Ich stehe übrigens mit dem Bogen jetzt. Ich sehe dich. Die haben ja im letzten Part noch irgendwas gebaut, als ich schon off war. Ich gehe da mal hin. Das habt ihr ja noch gar nicht gesehen auf meinem Kanal, auch wenn es nur Jörg guckt, der was dabei denn? Ist. Ja, diesen komischen Aussichtsposten. Den habe ich allein gebaut und auch nicht mit Aufnahmen, weil Kirschi hatte aufgenommen. Ich hatte keinen Bock, das auch noch aufzunehmen, was langweilig war. Ich habe auch nur angefangen, ich hatte kein Holz mehr. Ich hatte keinen Bock, Neues zu farmen. Okay, ich gehe trotzdem mal kurz hin und guck mir den an. Achso, kann ich hier hinten mal ein bisschen Level farmen. Wovon ich... Hexe. Welches Level seid ihr eigentlich? 13. 42. Noch eine Hexe, Alter, wieso sind hier so viele Hexen? Bist du gestorben wieder? Was? Bist du vor kurzem gestorben? Ja, letzten Part, glaube ich. Nein, also der Part. Und Creeper. Wo? Mitten im Wald, nichts passiert. Wie reparier ich Sachen? Bin tot. Ich hoffe, meine ganzen Sachen leben noch. Ach du Scheiße! Was? Ich konnte gerade durch den Boden gucken, direkt unter unserem Lagerhaus sind sau viele Ressourcen. Die sehen aus, als ob sie dahin kopiert wurden. Ich muss jetzt gerade erstmal meine Sachen retten. Ich wurde nämlich gerade von hinten von einem Creeper gefickt. Man muss ja Level bezahlen, oder? Ja. Ach, scheiße. Aber nicht viele. Alter, wir haben ja noch Cleanstone. Eigentlich schon viel zu viele. Okay, ich bin jetzt hier Level 6. Shit. Also lohnt es sich ehrlich gesagt nicht eine neue Rüstung, also es lohnt sich nicht eine Rüstung zu reparieren, man sollte lieber eine neue machen. Also für Eisenrüstung auf jeden Fall. Diamantrüstung lohnt sich dann manchmal. Aber du musst halt auch noch Diamanten investieren. Level und Diamanten dann.
Es lohnt sich meistens nur, wenn du Enchants drauf hast. Und selbst dann meistens nicht, weil dann dadurch das Ding noch viel teurer wird. Alter, ja, geh aus der Tür raus. Ich hab ein bisschen was verloren. So, Cleanstone. Lass mal in die Kiste hier unten nur keine Ahnung was machen, weil wir haben jetzt viel zu viel Dreck. Lass oben eine komplette Dreckkiste machen. Ja. Holzsachen, nicht mal ein Schild. Gut. Freddy. Hm? Was macht Tampon da? Du hast es nicht Tampon da gerade hochgeklettert? Du hast es gesehen? Ja, bei mir war es da oben, plötzlich war es wieder unten. Ja, bei mir auch. Es ist runtergefallen, glaube ich. Jörg ist da. Hallo Jörg. Wieso hast du denn... Ich will ja nichts sagen, aber du hast da... einen Pfeil im Hals und einen in der Schulter. Alles okay mit dir? Jetzt machst du gleich... Mach das, cool. Mein gesamtes Equip ist hin. Okay, Alter! Da. Versteht er nicht, dass er mit uns redet? Hm, wahrscheinlich. Gut, danke, ich wollte es auch gerade schreiben. Okay. Oh, kann das mal aufhören zu pissen? Ja, da nenne ich die Kiste da unten Sand und Kies. Kann er mir was? Ich denke nicht. Jörg, sag ihm, das macht 1000 Euro Lieferkosten. Was soll hier an die Kisten ran? Boah, leck doch. Gewitter? Geil! Ich will die Blitze sehen. Ist übrigens gerade 2 Uhr nachts. Scheiße, man, dann dauert das ja noch todeslange. Oh, geil, Gewitter. Ja, wir bleiben jetzt einfach den restlichen Part hier stehen und gucken uns den schönen Regen an. Das Gewitter. Der Regen macht meine FPS noch weiter runter, ey. 44 FPS geht bei mir. 18 FPS geht bei mir nicht. Jörg, bist du jetzt schon losgelaufen? Jörg steht neben mir, ich glaub nicht. Doch, bestimmt. Das sieht super aus. Jörg guckt so verträumt in den Himmel, ich mach mal kurz das Hart aus. Mit seinem Creeper-Gesicht. Sein Creeper-Gesicht ist das Beste überhaupt. Und dann so, ich müsste so eine Denkblase hinmachen, so. Who am I going bomb today oder so. Genial, ey. So, ach, 3 Uhr morgens, was machen wir denn jetzt? Ah, Mann. Die Penner wollen ja alle nicht schlafen gehen, einer. Assi übrigens. Ja, das find ich auch voll scheiße. Ich mach mal, eine Kiste mache ich auf jeden Fall jetzt für, Holzgegenstände. Ja, und einmal nur Holz. Alter, beruhig dich mal, Junge. Welche? Ja, hier, Gewitter und so. Ich find das voll geil. Mach mal chillig-millig. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit. Soll ich die Stufen auch dahin packen? Ja, klar. Chill, dass du lebst. Wow, aber Bretter lassen Kopf. Wir ein, aber Bretter bleiben normal im Holz, oder? Was? Bretter bleiben normal im Holz. Ja, klar. Ihh, ein Zombie mit dem Skelettschädel, wie geil. Wir müssen unser Land übrigens mal ausleuchten. Ich mach mal ein paar. Wir können ja in den Nether, ne? Dann müssen wir nur zurückkommen irgendwie. Ich hätte nämlich Bock, ein paar Lightstones zu farmen. Glowstones, sorry. Mhm. Hast du noch Fackeln? Ja. Fackeln habe ich noch 15. Hätte ich gerne ein bisschen Kohle rausnehmen. Ja, komm, ich nehme mal einfach meinen halben Stack Kohle raus und mach daraus Fackeln. Jetzt mache ich noch mein Part ist übrigens vorbei gleich. Ich mache jetzt nur noch hier ein Schild hin. Alter, geh bitte aus mir raus. Das Tod ist nervig mit dem Shader. Sorry, dass ich lebe. Ja, das ist wie bei einer Spielreflexkamera mit Autofokus. Dann wird nur der Kopf schaffen, dann wenn ich rausgehe, ist plötzlich alles unscharf kurze Zeit. Okay, ich hoffe, der Part hat euch gefallen.
Guckt nächstes Mal wieder rein und tschüss. Tschüss.